Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife. Heute ist der Mittwoch, der 6.6., der 6.6. Und es sieht nach einem sehr schönen Tag heute aus. Es ist warmes Wetter angesagt, bis 30 Grad hoch. Und ja, ich habe heute noch einiges vor. Ich möchte noch einkaufen gehen, wieder mal. Und dann die Videos machen, noch ein bisschen daran arbeiten, dass ich an dem Shutter-Account-Programm von gestern weitermachen. Ich habe das Shutter-Account-Programm gestern erneut installiert und wollte das dann zeigen. Ich habe das aufgenommen und das hat natürlich nicht hingehauen. Ich bin dann noch nicht so gewöhnt daran, beziehungsweise da geschahen dann wieder so unvorhergesehene so Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Ja. Heute habe ich schon gelesen, den Schimanski habe ich jetzt durch, vom Melonus-Zentrum. Hinten hat er noch ein schönes Glossar, ein Literaturverzeichnis, ein Register. Also, das Buch ist handwerklich gut gearbeitet. Ja, das Entscheidende sind eigentlich die Tipps hin zum Schluss. Er entscheidet dann so die Einsteigertipps und dann die für die Fortgeschrittenen. Das Ziel dieser Tipps im Alltag ist also, die krankmachende Überstimulation zu reduzieren und ruhiger zu werden. Ich glaube, das ist auch hier mein Mangel, dass ich zu aufgeregt bin, zu wenig ruhig, zu wenig überlege, zu hektisch bin, zu viele Sachen gleichzeitig mache. Der Grund ist wahrscheinlich die elektronische Überstimulation mit Tablet und Internet und auch über TV. Zwar surfe ich im eigentlichen Sinne kaum noch. Das Internet ist eigentlich ein Gebrauchsgegenstand, wo man mal nachschlägt. Aber ich schaue auch jetzt nicht irgendwie so ziellos im Internet herum, sondern ich suche dann schon, ich habe einige Kanäle abonniert und die schaue ich mir an. Aber in den sozialen Medien, das Gequatsche, da schaue ich mir selten an. Da habe ich gar keine Zeit für. Stattdessen war jetzt in den letzten Monaten Video, Video, Video und alle Informationen, die auch damit zusammenhängen. Magic Laternen oder wie ähnlich, wie es ausgesprochen wird. Magic Laternen war jetzt so eine Sache, die mich interessierte. Aber ich bin da nicht so richtig durchgestiegen, was die eigentlich da machen und wozu ich das benötige. Also, Fotografie hat auch so mehrere Ebenen, scheint mir. Ja, wir haben momentan nehme ich also wieder mit der EOS auf. Ich sehe mich am HDM im Fernseher. Habe also den Kopf jetzt hier gut positioniert und ja, von hier scheint er auch scharf zu sein. Ja, die Qualität ist oft sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt auf dem Bildschirm sehen, wie viel Zeit
wie viele Minuten Video schon wir haben. Also jetzt habe ich 5 Minuten hier nur mit Geblubber. Ja. Ja, heute liegt noch an Stockmann und dann muss ich noch den Hasen lesen, den Fotoband. Wie gesagt, Bewegung steht auch noch an. Ergometer und Hanteltraining. Dann möchte ich auch noch ein paar Kilometer gehen. Ja. Wir haben jetzt 13.30 Uhr. Ich bin um 11 Uhr aufgestanden, habe schlecht geschlafen eigentlich, mehrmals aufgewacht, 4.30 Uhr zu Bett gegangen, also eigentlich um 2 Uhr, dann um 3 Uhr wieder aufgestanden, dann um 4 Uhr wieder hingelegt, wahrscheinlich durch die Hitze oder so aufgedreht oder keine Ahnung. Ich sag ja, ich muss auch ruhiger werden. Dabei habe ich gestern gar nicht so viel Fernsehen gesehen. Nur um 20 Uhr da die Geschichte von Lance Armstrong. Die fand ich ganz interessant. Der schon in jungen Jahren eine Krebsdiagnose bekommen hat. Hodenkrebs und auch im Kopf. Im Gehirn mehrere Tumore gehabt und eine schwere Operation da, sich schweren Operationen unterziehen musste. Das hat ihn aber dann so gestärkt, dass er dann irgendwie alle Register gezogen hat. So nach dem Motto, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich alles andere auch. Ja, gestern habe ich ein Video gesehen, da hieß es von den drei Chancen im Leben, die ein Mensch habe. Und darunter wurden genannt Armut, Krankheit und Einsamkeit. Das wären Chancen. Also. Im Fall von Armstrong war wohl Krebs auch eine Chance. Aber ob das in jedem Fall so ist, wage ich zu bezweifeln. Und schon gar nicht, und schon gar, dass Leute das selber so sehen. Ich meine, mit der Krankheit ist eine Perspektivänderung verbunden. Ja. Dass man Sachen in Bewegung bringt, dass man aus dem Trott aussteigt und Sachen anders macht. Das fand hier auch statt. Ja. Ja, das wird es erstmal gewesen sein von hier, Leute. Macht's gut und tschüss.